Ja, wir fangen gleich an. Ich gucke gerade, es müsste jetzt eigentlich auch tatsächlich was rausgehen. Wir warten noch ein paar Minuten, bis sich die Leute gesammelt haben. Bei uns ist jetzt schon 19 Uhr, bei euch wahrscheinlich ein bisschen später, weil ja eine gewisse Verzögerung drin ist. Aber Nils, machen erstmal das Wichtigste auf einem Stammtisch. Wir gießen uns erstmal ein Bier ein. Gute Idee. Kleines Anekdötchen aus dem Forum. Ein User Wolfgang hat berichtet, er hätte irgendjemand mal dieses Video gezeigt, eines der letzten Stammtischvideos. Darauf hätte jemand, der mit Olympus nichts zu tun hat, erstmal gefragt, saufen da die ganze Zeit? Also, fürs Protokoll, wir trinken hier Weißbier, alkoholfreies Weißbier, weil wenn wir jetzt hier vorher uns mit Bier zuschütten, das geht nicht gut aus, dann würde Nils irgendwelche Firmengeheimnisse verraten, die er nicht verraten soll, würde seinen Job gefährden. Und ich würde hier weinen zusammenbrechen oder mich irgendwo verdrücken, das würde nicht gut ausgehen. So, das war ein bisschen Vorgeplänkel. Also ich sage erstmal willkommen zum mittlerweile fünften virtuellen Olympus Forum Stammtisch. Mal wieder in einer neuen Konstellation. Sonst haben wir ja immer, hatte ich alle User per Skype zugeschaltet. Heute machen wir es ein bisschen anders. Ich habe den Nils Häusler von Olympus live Hallo. da. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. Sehr gerne. Wir haben hier auch vorher gründlich durchgelüftet. Wir halten 1,50 Meter Abstand, versuchen das die ganze Zeit auch durchzuhalten. Ja, Nils, erstmal schön, dass du da bist. Wir Ja, stoßen ich an. freue mich auch, Andreas. Vielen Dank für die Einladung. Immer gerne. Ich freue mich auf einen schönen Abend. Ich mich auch. Apropos schöner Abend, was haben wir heute Abend vor? Wir haben insgesamt drei Teile. Wir hätten euch vorab gebeten, doch bitte uns, ich muss erstmal meine Kamera suchen, da. Wir hätten euch vorab gebeten, stellt uns doch Fragen. Fragen A zur Situation von Olympus allgemein, zu Produkten, da ist sehr viel gekommen. Und speziell zum neuen 100 bis 400 mm Objektiv, weil das ist dann Punkt 2 gleich auf unserer Agenda. Wir diskutieren erstmal mit Nils über die Firma, wie da der Stand der Dinge ist, das wollen wir natürlich alle wissen. Dann werde ich per Zoom-Konferenz mit dem Andreas G., Olympus Visionary, diskutieren. Er wird seine Erfahrung mit dem 100 bis 400 mm Objektiv ein bisschen was erzählen. Wir gucken uns Bilder an und sprechen über seine Arbeit. Und anschließend werde ich dann mit Nils, wahrscheinlich bis heute Mitternacht oder so, wir haben eine sehr lange Frageliste und vielleicht kommt ja live noch einiges dazu, werden wir Fragen zu Olympus-Produkten beantworten. Oder ich werde sie stellen, Nils wird sie versuchen zu beantworten. Es ist auch eine Frage für mich dazu, obwohl die ist im ersten Bereich, zum Forum. Die können wir dann gemeinsam beantworten. Aber es wird jedenfalls ein netter Abend. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, euch ist die Ankündigung des neuen Lockdowns und der Corona-Zahlen nicht zu sehr aufs Gemüt geschlagen. Das ignorieren wir heute Abend mal ganz gepflegt und machen uns einen schönen Olympusabend. Okay, dann würde ich sagen, starten wir. Ne? Sehr gerne. Okay. Wichtig für euch natürlich, Kaltgetränke, Popcorn und so weiter sammeln und Quatsch, sammeln, rausstellen. Macht es euch gemütlich und diskutiert gerne mit uns. Ihr könnt das, wenn ihr bei YouTube eingeloggt seid mit Google-Account, dann könnt ihr das kommentieren. Der Olaf, einer unserer Moderatoren, der sitzt zu Hause in Kiel und wird dann hier live mir die Fragen aufs iPad spielen, dann werden wir sie auch live beantworten. Okay, lange Vorrede, boah, lange Vorrede. Ich habe schon wieder einen trockenen Mund, aber ich habe hier mein alkoholfreies Bier stehen. Okay, dann steigen wir mal ein. Wie gesagt, wir starten jetzt erstmal mit Fragen zur Firma Olympus, beziehungsweise wie auch immer sie dann heißen wird. Die erste und finde ich auch wichtigste Frage, was passiert mit den Olympus-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, speziell auch mit dir, Nils? Gibt es da schon, wie ist die aktuelle Lage da? Wie sieht es gerade aus? Also erstmal einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute live das erste Mal hier in Bonn bei Andreas im Studio bin und habe mich sehr auf den Abend gefreut. Es wird auch sehr interessant, hoffe ich doch. Und wie geht's uns? Uns geht es den Umständen entsprechend gut. Wir haben natürlich auch mit der Pandemie und neuen Lockdown und so ein bisschen zu kämpfen, was unsere Reisetätigkeit ein bisschen einschränken wird. Und momentan sind wir so in der, kann man sagen, Endphase der Gespräche, weil die neue Firma ist ja
zum 30.09. quasi zum 30.10. gegründet, ne, zum 30.09. gegründet worden. Okay. Dann der Firmenname hast du eben gefragt. Die neue Firma heißt OM Digital Solution. OM, genau. Damit werden wir ab 1.01.2021 quasi live gehen. Mhm. Und zu den Gesprächen mit den Mitarbeitern kann man noch nicht alles final sagen, weil die Gespräche zurzeit noch laufen. Okay. Ein paar konkrete Fragen gibt es noch. Nils macht ja nicht nur virtuelle Stammtische, sondern er ist auch bei vielen bekannt, und davon ist er bei ganz vielen bekannt, er ist ganz oft auch auf Stammtischen unterwegs. Ab wann kannst du das wieder machen oder gibt es da schon eine Perspektive, ob und wann das wieder stattfindet? Also von mir aus am liebsten sofort, ab morgen. Natürlich müssen wir jetzt noch die Pandemie, die Entwicklung der Pandemie abwarten. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall geplant, dass wir unseren virtuellen Stammtisch hier natürlich weiterführen. Mhm. Unsere Videos auch weiter produzieren und natürlich auch... Für den rein hypothetischen Fall, dass Olympus oder OMD Solutions dann irgendwann nochmal neue Produkte vorstellen. Über Produkte reden wir vielleicht später nochmal. Und auf jeden Fall ist es meine feste Planung, dass es auch die physikalischen Stammtische definitiv wieder geben wird, weil die mir A, sehr viel Freude machen, für mich auch ein tolles Informationstool ist, um mit den Usern in die direkten Gespräche zu gehen. Und das gehört einfach zur Olympus-Familie. Okay. Nächste Frage. Ähnliche Fragen, gibt es schon eine Planung für Messen für nächstes Jahr? Also Stichwort Zingst zum Beispiel. Also auch hier kann ich jetzt wieder mit der gleichen Antwort beginnen. Natürlich müssen wir hier die Entwicklung der Pandemie abwarten. Aber wir wollen ja mit MFT das portabelste und mobilste Kamerasystem am Markt präsentieren. Mhm. Und das präsentiert man am besten live. Ne, also ja. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Planungen für OM Olympus Link, den wir jetzt ja leider durch die Pandemie verschieben mussten. Das sind jetzt definitiv 4 Veranstaltungen in 2021 geplant. Und auch die ganzen Aspekte wie Oberstdorf, Zingst, Duisburg, also die ganzen Veranstaltungen sind momentan im Gespräch. Aber da können wir mehr dazu sagen ab im neuen Jahr, wenn wir quasi richtig Fahrt aufnehmen. Alles klar. Ich kriege gerade hier die Meldung, der Ton knackt etwas. Vielleicht müssen wir uns etwas dämpfen oder weniger bewegen. Ich hoffe, das kriegen wir im Griff. Müssen wir sonst mitleben. Wir schauen gleich mal. Ein Thema, was natürlich auch viele User beschäftigt, ist das Thema Service. Was ist mit Service natürlich für die Produkte, die unsere User gekauft haben? Und es gibt ja so einige Specials, zum Beispiel diese Test- und Bauangebote und so weiter. Ist da schon abzusehen, wie das weitergehen wird? Also Stand heute läuft alles wie gewohnt weiter. Also der Service wird natürlich auch Bestandteil der neuen Firma sein. Mhm. Und auch die ganzen Szenarien wie Test und Wow, die wir so alle haben, übernehmen wir jetzt erstmal. Ja, auch diese Professional Service Angebote. Ja. Um das hier kurz durchzugehen, 3-jährige Garantieverlängerung, weißt du auch was darüber? Ist jetzt sehr detailliert, aber... Nein, da weiß ich schon was drüber. Auch die wird weitergeführt. Also das ist auch ein sehr schönes Tool, was wir schon seit ein paar Jahren anbieten. Und die steht zurzeit nicht zur Diskussion. Alles klar. Damit hast du es eigentlich schon beantwortet. Deutschsprachiger Support bleibt auch erhalten. Europa ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Land für die neue Firma OM Digital Solution. Der europäische Markt ist sehr wichtig. Aus diesem Grund bleibt natürlich auch der deutschsprachige Support erhalten. Okay, super. Ein bisschen mehr jetzt so Richtung Politik. Also es wurde ja angesagt, in einem Verlautbaren wurde gesagt, dass sich die neue Firma stärker auf High-End konzentrieren will. Was hältst du persönlich davon? Also generell ist High-End natürlich ein sehr interessantes Thema, weil man sich da halt auch mit technischen Neuentwicklungen am besten präsentieren kann. Ja. Aber wir werden uns nicht nur auf High-End fokussieren, wir werden auch die Mittelklasse definitiv weiter bedienen, wobei wir heute noch nicht hundertprozentig sagen können, wo fängt jetzt eine Mittelklasse an, wo hört sie auf. Mhm. Also da bitte ich noch um etwas Geduld, da laufen die Planungen noch. Mhm. Aber momentan ist es also nicht geplant, eine bekannte Kamera irgendwie rauszunehmen. Okay, ja. Eine Frage, noch eine Anschlussfrage war, wie bedient man Neueinsteiger? Das hast du eigentlich schon implizit beantwortet. Wie definiert man jetzt Neueinsteiger? Ich meine, es gibt auch den großen Gebrauchtmarkt, das ist natürlich auch interessant für Neueinsteiger.
Und ansonsten, wo jetzt eine Mittelklasse anfängt oder eine Einsteigerklasse anfängt, das lässt sich ja gar nicht mehr so klar abgrenzen. Das lässt sich gar nicht mehr so klar abgrenzen und wir haben ja mehrere Kamerasysteme im Programm. Mhm. Wir haben das PEN-System, wir haben die OMD-Kameralinie, beide werden ja verkauft, beide werden auch weiterverkauft. Beide laufen übrigens auch sehr erfolgreich. Mhm. Also du meinst im Sinne von verkauft? Man kann sie im Laden kaufen, nicht sie werden als Firma verkauft. Sie sind in Produktion und okay. Man kann sie weiterhin im Laden kaufen. Also es, ich habe schon öfters mal im Forum jetzt das Wort Resterampe gelesen. Ja. Die gibt es definitiv nicht. Okay, aber ich glaube, das liegt in der Natur von Foren, dass man es nicht allen immer recht machen kann. Für die einen ist es eine tolle Gelegenheit, für die andere ist es ein Ausverkauf. Aber das sind klare Worte von dir, dass kein Ausverkauf ist, sondern... Es gibt ja sogar einige Produkte, die gerade im Moment ausverkauft sind, also die nicht rausgedrückt werden, sondern die so viel Nachfrage hatten, dass sie tatsächlich nicht mehr verfügbar sind aktuell. Ja, also wir haben nach wie vor Schwierigkeiten bei der EM1X, die mittlerweile hervorragend läuft. Dann haben wir Lieferschwierigkeiten bei der EM1 Mark III und auch beim 17mm 1,2, mhm. was natürlich durch die EM2-Aktion sehr gefragt ist. Ne, da kommen wir mit der Produktion gar nicht nach. Also insofern Daumen hoch. Genau, das fällt mir gerade auf, wollte ich eigentlich noch darauf hinweisen, jetzt stolper ich das so ein bisschen rein. Wichtig, die EM1 Mark II Aktion, die läuft jetzt nur noch bis übermorgen, richtig? Ja. Also, wer sich für eine EM1 Mark II, also nicht das top aktuelle Spitzenmodell, interessiert, der sollte zugreifen, weil da gibt es aktuell dann eins von drei Prime-Objektiven kostenlos dazu. Genau. Der 17er ist ausgelaufen, was sind die Alternativen? Das 45er und das 25er. Alles klar. Also wen es interessiert, der sollte jetzt kurzfristig noch zuschlagen. Kaufen bis 31.10. und dann kann man das in Ruhe bis... Wichtig ist das Rechnungsdatum. Genau. Also muss definitiv 31.10. draufstehen. Alles klar. Oder 30.10. Oder 30.10. Heute wird es ein bisschen knapp, aber okay. Gut. Nächste Frage. Wie stark gehören Hobbyfotografen zur Zielgruppe von JIP? Gibt es besondere Zielgruppen, wie zum Beispiel Wildlife? Also wir werden uns mit unserem Kamerasystem etwas spezifizieren. Und zwar Wildlife gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. Landschaftsfotografie, Makrofotografie, mhm. Tierfotografie in Bezug auf die Teleobjektive, die wir in der Planung haben. Mhm. Und kommen wir gleich noch zu. Also ein sehr breit gefächertes Spektrum. Und ja. Da gehören natürlich auch die Hobbyfotografen dazu. Wobei ich immer eine Schwierigkeit für mich habe, wo fängt ein Hobbyfotograf an, wo hört er auf und wo mhm. fängt ein Profifotograf an und wo hört er auf. Genau. Für mich sind das alles Menschen, die fotografieren, die Emotionen festhalten und die auch teilweise mit ihren Emotionen Geld verdienen und die dafür sorgen, dass die Welt, wie wir sie haben, in Bildern festgehalten wird. Ja. Deswegen behandeln wir eigentlich alle gleich. Ja. Wenn ich jetzt nicht noch zwei Fragen hätte, dann wäre das schon eine super Überleitung zu unserem Studiogast, mit dem ich da spreche, Olympus Visionary. Wie ganz viele Visionaries oder andere Leute in dem Bereich, die mit professionellen Ansprüchen fotografieren, aber gar keine gelernten Fotografen sind. Aber da spreche ich dann gleich mit Andreas drüber. Katrin fragt, warum können die den Namen Olympus nicht einfach übernehmen? Übernehmt doch den einfach. Machen wir auch. Also die Kameras, die jetzt produziert werden und auch in Zukunft produziert werden, werden Olympus heißen. Also wir werden den Namen die nächsten Jahre weiterverwenden. Okay, also es wird keinen harten Cut geben. Nein. Es wird nicht sofort auf den Kameras irgendwie OMD nur noch draufstehen, sondern es wird eine Übergangsphase geben. Ja. Alles klar. Also insofern, wenn das zentrale Problem ist, dauert noch ein bisschen, bis der Name komplett von den Produkten verschwindet. Wenn das überhaupt passiert. Wenn es überhaupt passiert, genau. Eine Frage, die mich jetzt sozusagen auch direkt mit betrifft, dieses Forum, also das ist eine Frage aus dem Olympus-Forum, Oli-Forum, dieses Forum ist eng mit Olympus verbunden. Wie geht es hier weiter? Sag du was dazu, dann sage ich auch gerne was dazu. Ich habe es ja eben schon gesagt, dass der direkte Kontakt zu den Usern für uns lebenswichtig ist und da gibt es keine bessere Plattform als jetzt das Olympus-Forum. Mhm. Deswegen sehen wir überhaupt keine Idee, dass wir da was ändern sollen. Mhm. Ja, also wir wollen das sogar noch intensivieren, also indem wir mehr virtuelle Stammtische machen, indem wir mehr Videos drehen, wir beide, und einfach den Kontakt direkt zu den Usern suchen. Dafür brauchen wir dich. Okay. Klares Signal von der Firma, jetzt noch Olympus, dann OMD Solutions, finde ich
Finde ich natürlich erstmal auch super, aber auch von mir das ganz klare Signal. Also ich mache sowas nicht mal vorübergehend, ich sehe sowas etwas längerfristig. Ich betreibe ja auch mehrere Foren, die es jetzt zwar nicht gehen soll, da das eine gerade im September seinen 20-jährigen Geburtstag gefeiert. Das sind so die Größenordnungen, in denen ich denke, ich habe jetzt noch, vielleicht um so die hintere Deadline mal zu setzen, ich habe jetzt noch ungefähr 15 Jahre bis zur Rente, Pi mal Daumen, meine Frau sieht das ein bisschen anders, aber auch ein anderes Thema. Das ist so ein Zeitraum, in dem ich plane, und selbst wenn ich dann irgendwann mal keine Lust mehr habe, gibt es garantiert andere Leute, die das auch fortführen. Insofern, die nächsten Jahre ganz entspannt bleiben, wird es auf jeden Fall das Oli-Forum weitergeben. Gut, jetzt habe ich hier schon zwei Fragen aus dem Live-Chat, die mir Olaf reingespielt hat. Das sind aber Produktfragen, die besprechen wir nachher. Sehr gerne. Ich muss jetzt einen kurzen Positionswechsel machen. Ich hoffe, ich kriege das alles reibungslos hin, um zu meinem Studiogast jetzt zu kommen. Insofern, Nils kann vielleicht irgendwie jetzt einen Schwank aus seinem Leben erzählen oder... Nee, bleib sitzen, nimm Schluck Bier. Bleib sitzen, freue mich, dass ich hier bin. Ihr guckt mir jetzt beim Umbau zu. So. Da sieht man schon meinen Studiogast. Hallo Andreas. Hallo Andreas. Okay, ich muss gerade mich noch mal kurz verstöpseln, damit man euch auch hören kann. So, einmal kurzer Check. Jawohl. Du kannst mich hören, aber... Ich höre dich wunderbar. Draußen kann man mich noch nicht hören. So, jetzt sollte man mich draußen hören können. Ich höre mich selber nicht. Das ist auch so gedacht. Ja, jetzt kann ich tatsächlich mit Andreas reden. Hallo Andreas. So, nochmal. Hallo Andreas. Das ist kein Echo. Bitte? Kein was? Das war kein Echo. Ja, nee, zwei Andreas. Ich glaube, das ich muss jetzt wieder gucken. Jetzt muss ich in die Kamera reden. Also zwei Andreas hier, aber ich glaube, wir sind nicht zu sehr verwirrt. Wir haben extra unsere vollständigen Namen drunter geschrieben. Und auch bei ähnlicher Haartracht. Nee, Quatsch. Ich habe weniger Haare. Also ich habe noch ein paar mehr. Also man kann es auseinanderhalten, glaube ich. Okay. Ja, wir kennen uns schon so ganz kurz aus dem Vorgespräch. Stell dich doch noch für unsere Zuschauer ganz kurz vor. Wo bist du gerade? Was machst du so normalerweise? Und was treibt dich jetzt ausgerechnet in diesen Stammtisch rein? Das sind drei Fragen. Ich versuche sie mal so in der Reihenfolge zu beantworten. Also ich bin Andreas G. und bin 52 Jahre alt, fotografiere leidenschaftlich gerne, schon lange. Aber meine besondere Leidenschaft gilt der Natur- und Tierfotografie. Und deswegen bin ich auch gern mal unterwegs in Gegenden, in denen das gut möglich ist, aber auch um die Haustür rum. Ich lebe hier am Rand von Berlin im Nordwesten an der Stadtgrenze. Also ich bin in Brandenburg, da ist zum Glück nicht ganz so schlimm mit Corona im Moment. Da haben wir noch ein bisschen mehr Freiheiten. Wir haben auch ein bisschen Natur um uns herum, aber es ist nicht weit in die Stadt hinein und das ist für mich auch beruflich ganz gut, weil ich sehr viel unterwegs bin. Ja, was gibt es noch zu sagen? Du sagst, begeisterter, leidenschaftlicher Fotograf, aber siehst du dich als Profifotografen? Das ist immer ein Ja und Nein. Also ich sehe mich als Profifotografen, weil in der weitläufigen Definition, dass diejenigen, die mit der Fotografie Geld verdienen, Profifotografen sind, das stimmt. Ich sage aber auch Nein, weil die Fotografie nicht mein Hauptlebenserwerb ist, sondern meine Leidenschaft. Also ich habe den großen Vorzug, dass ich meine Leidenschaft ein bisschen kombinieren kann mit professionellem Business, aber es überwiegt die leidenschaftliche Fotografie und ich nehme mir Zeit dafür, weil ich es gerne möchte und nicht, weil ich es muss. Okay, ich steige mal direkt an, du hast das Stichwort Naturfotografie gesagt. Was mich wirklich begeistert hat in der Vorrecherche, du hast einige Videos auch unter anderem für Olympus gemacht von einer Reise, die du zusammen gemacht hast mit einem anderen Visionary. Erzähl doch mal kurz dazu.
Ja, man sieht ja das Bild schon. Das Bild zeigt so ein bisschen, was mich auch antreibt, überhaupt in der Naturfotografie und in der Landschaftsfotografie. Denn ich bin einfach begeistert über die Vielfalt, die wir hier in unserer Welt haben. Und ich möchte mit meiner Fotografie einfach dazu beitragen, dass das bewusster wahrgenommen wird. Und so wie mein Kollege hier, der Chris, der auch die Aufnahmen gemacht hat, die Filmaufnahmen gemacht hat, da an der Kante steht und da in dieses Tal schaut im Norden von Schweden, sieht man einfach auch, wir sind ziemlich klein in dieser großen Landschaft und trotzdem beeinflussen wir sie so massiv, dass sie sehr leidet auch unter dem, was der Mensch so treibt. Und dazu beizutragen, dass man da bewusster damit umgeht, das ist ein Haupt- oder ein wichtiger Antrieb für meine Fotografie und gleichzeitig natürlich auch das Bedürfnis, das zu erleben. Und du hast gefragt, dass ich da so eine tolle Tour gemacht habe, die hat dich begeistert. Das war auch ein Schritt oder ein Stück Begeisterung für mich. Ich habe irgendwann mal Bericht gesehen über den Sarek-Nationalpark da im Norden von Schweden, nördlich vom Polarkreis, und habe genau dieses Tal gesehen, habe Bilder von diesem Tal gesehen und dachte mir, das möchte ich einfach mal selbst mit eigenen Augen sehen und da möchte ich mal gerne hin. Und ich war 2013 dann das erste Mal dort und habe gemerkt, dass das schon eher Expeditionscharakter hat, wenn man da hin will und wenn man in dieser Region unterwegs ist, weil es ist halt Hochgebirge und es ist nördlich vom Polarkreis und ziemlich einsam. Und da muss man schon gut vorbereitet sein und braucht auch die richtige Ausrüstung dafür. Und 2013 war ich mit einer Kamera unterwegs und einer Ausrüstung, die war Vollformat und ziemlich groß und schwer. Und ich bin dann Gestehe, was war zurückgekommen. das? Es war wahrscheinlich kein Olympus. Nee, war nicht Olympus. Ich war nur sehr beschränkt in den Möglichkeiten mit meiner Ausrüstung, vor allem für die Tierfotografie. Weil du kannst, wenn du da unterwegs bist, halt einfach nicht so viel Gepäck mitnehmen, weil du eine wintertaugliche Ausrüstung brauchst und du musst dein ganzes Essen mitnehmen für 8 bis 10 Tage Tour. Das wird dann schon ziemlich schwer. Und deswegen hatte ich irgendwie immer so im Kopf, war, irgendwann möchte ich da nochmal hin und möchte auch da auf diesen Skerfe heißt dieser Berg und möchte auch Tiere fotografieren können, Elche und was mir sonst noch da über den Weg läuft. Und als ich dann irgendwann auf Olympus umgestiegen bin, 2016 war das, und die Vorzüge dieses Systems so mehr und mehr für mich nutzbar machte und erarbeitet habe, ist dieser Wunsch wieder in mir hochgekommen. Okay, jetzt habe ich die richtige Ausrüstung, um da nochmal hinzugehen. Und das habe ich dann letztes Jahr wahrgemacht und der Chris war dabei und hat es so ein bisschen gefilmt. Mit was für einer Ausrüstung warst du unterwegs? Also jetzt vielleicht auch so, man muss ja keine Markennamen nennen, aber wie hat sich das jetzt so verhalten vom Gewicht her? Ja, ich konnte natürlich dort, also du hast, wenn du in solchen Regionen unterwegs bist, darfst du nicht mehr als, man sagt, ein Viertel des Körpergewichts als Rucksackgewicht mit dir tragen, ne? Weil das ja Hochgebirgsregion ist. Und du da anstrengende Touren hast. Und wenn du dann für 8 bis 10 Tage Essen mitnimmst und eine gute Ausrüstung, die eben auch bis minus 10, minus 15 Grad verhebt, dann bleiben nur noch 5, 6 Kilogramm übrig für die Fotoausrüstung. Und da kannst du natürlich entweder ein Vollformat-Body und ein, zwei Objektive mitnehmen. Und dann musst du dich halt da sehr einschränken. Hast dann meistens noch ein Stativ dabei, das ja auch nochmal mindestens 1,5 Kilo wiegt. Oder, und das war jetzt der Vorzug letztes Jahr, als ich mit Olympus dann da unterwegs war, konnte ich im Prinzip die gesamte Bandbreite an Brennweiten mitnehmen, von super Weitwinkel, also von 8 mm, also 16 mm Vollformat-Äquivalent, bis eben mit dem 300er und dem Konverter 600 mm, beziehungsweise 1200 mm dann umgerechnet. Also die gesamte Bandbreite an Brennweiten. Und das ist natürlich schon klasse, ne? Und dann kann man mit 6 Kilogramm praktisch die komplette Ausrüstung mitnehmen und hat da alle Möglichkeiten dann vor Ort. Okay, ist jetzt ein bisschen, wir haben leider nur dieses eine wirklich sehr tolle Bild. Ich kann nur empfehlen, da kann ich vielleicht
kurz mal ein ganz bisschen Werbung für dich machen. Du Gerne. hast auch ganz tolle Videos gedreht, die meiner Meinung nach viel zu wenig Views haben und du hast nur sehr wenige Subscriber. Deswegen habe ich jetzt mal kurz hier deine YouTube-Seite, nicht den kryptischen Code, sondern ich glaube bei YouTube einfach mal Andreas G. eintippen, dann kommt man zu deinem Kanal. Das kann ich nur empfehlen. Ich glaube, 6, 7 Videos, die du drauf hast, die sind echt toll. Da sieht man auch, was ihr da getan habt. Der Chris hat mit dir dann dort Interviews gemacht, richtig? Chris Ayer Walker, ja, Ja, ganz, ganz genau. toller Filmemacher. Mit Das dem ist bin auch ich schon öfters ein unterwegs Olympus gewesen und Visionary, macht oder? viel Spaß. Der ist auch Visionary, ja. Ja, okay, gut. Insofern kann ich euch nur ans Herz legen, um direkt die Werbeeinblendung noch kurz weiterzuführen. Alles Wissenswerte sonst über Andreas findet ihr auf seiner Seite gfoto.org. Auch Workshops ist wahrscheinlich gerade nicht so prickelnd, aber Ja, andere ja. Dinge, die du machst, auch tolle Blog-Einträge. Ha, ich merke gerade tolle Überleitung. Alles, was du so treibst und natürlich viele Bilder findet man auf gfoto.org. Also kann ich euch nur warm ans Herz legen. Dort findet ihr auch einen Artikel, das ist jetzt die tolle Überleitung. Du hast vorab die Gelegenheit gehabt, das neue 100 bis 400 mm Objektiv zu testen. Moment, falsch. Das wollte ich zeigen. So sieht das Objektiv aus. Moment. Einmal kurz hier die Bilder durchtickern. Du hast es live gehabt. Erzähl, wie sind deine Erfahrungen? Wir gucken gleich noch ein bisschen Bilder, aber erstmal vielleicht so ein erster kurzer Eindruck. Ist es schon bei dir im Rucksack jetzt fest drin oder? Nee, im Rucksack ist es nicht, gebe ich ganz offen zu. Ja. Und es war auch im Prinzip ganz am Anfang so ein bisschen das Thema. Olympus hat mich gefragt, die haben mir gesagt, sie würden das gern wollen, dass ich das mal teste vorab und ich mal ausprobieren. Und ich sage, naja, okay, dann schickt's halt mal so ungefähr, weil ich eigentlich gar nicht dieses Objektiv gar nicht so im Blick hatte. Ja. Ich bin mit den Pro-Objektiven sehr zufrieden und ich habe da halt mein Setup an Systemen zur Verfügung, mit denen ich da arbeite und da fehlt mir nichts und ich warte natürlich auch sehnsüchtig auf ein Objektiv, über das ihr wahrscheinlich nachher noch diskutieren werdet. Ja. Und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und ich habe auch ich sag mal, diese Commodity-Objektive so nicht auf dem Schirm. Und so war mir das einfach nicht so interessant. Und Okay. dann kam das Paket und ich habe das aufgemacht und ich habe das Objektiv rausgeholt und dachte mir schon so, Obala, das ist ja doch ganz anders, als ich mir das dachte. Ich dachte, da kommt jetzt so ein billiges Plastikobjektiv daher. Und das war es aber dann gar nicht, sondern das ist ein richtig solides Objektiv. Und ich meine, jetzt kennt man ja den Preis auch, ne? Und das ist also schon echt enorm, was da für diesen Preis zu haben ist. Und dann habe ich mich da dran gemacht und habe das halt einfach mal so getestet mit meinen Ansprüchen. Ja. Und schreibe ich ja auch drüber und war wirklich überrascht. Also kann ich nicht anders sagen. Trotzdem habe ich es heute nicht im Rucksack, weil ich eben, ich sage mal, da etwas spezifischer Ja. unterwegs bin. Ich würde es aber schon in den Rucksack tun, in bestimmten Situationen, auf bestimmten Touren, weil es ein sehr gutes Objektiv ist. Besser, als ich es erwartet hatte. Okay, würde ich vorschlagen, lass uns einfach mal ein paar Bilder gucken. Wir haben jetzt erstmal ein paar Beispielbilder. Ich habe also es sind jetzt Bilder, die mir Andreas geschickt hat, die ich jetzt hier einspiele, die jetzt einmal so im Vollformat sind und dann gehe ich jeweils einmal kurz rein. Vielleicht erstmal ganz kurz, wo sind die entstanden? War das so eine Fototour oder sind das mehrere? Ja, ich bin schon mehrmals unterwegs gewesen, aber ich bin hier lokal unterwegs gewesen. Das war ja jetzt auch schon in der Corona-Phase. Und bin dann hier in Brandenburg am Rand von Berlin im Briesetal unterwegs gewesen. Das ist so ein kleines, natürliches, naturbelassenes Tal, Flusstälchen und so ein bisschen um die Havel rum. So bin ich ein bisschen unterwegs gewesen. Und habe das Objektiv da ausprobiert, halt in der Zeit, die mir zur Verfügung stand. Und ich meine, an den beiden Bildern, deswegen habe ich dir die auch gegeben, finde ich, sieht man schon sehr schön, dass halt der Brennweitebereich von 100 bis 400 Millimeter dann wirklich ein toller Brennweitebereich ist, wenn man in der Natur unterwegs ist, weil man halt da einen Bereich
abdeckt, der für die Tierfotografie schon richtig interessant wird. Ja. Und man dann sehr viele Gelegenheiten hat, um dann eben auch die Tiere, die um einen rum sind, wenn man auf solchen Touren oder auf solchen Wanderungen unterwegs ist, auch so zu fotografieren, dass das schon richtig was hermacht. Ne? Gut, ich bin jetzt durch die Reiherbilder, bin ich gerade ja. so durchgegangen. Ja, wenn du vielleicht mal bei dem bleibst, das ist noch vielleicht ganz interessant. Wir haben ja sehr viel Wasser hier in der Region, ne? Und ich habe auch so ein Kajak und bin da mit denen auch gern unterwegs. Und da kann man natürlich auch nicht eine riesen Fotoausrüstung mit sich schleppen. Ne? Und vor allem kann man in einem Kajak nicht mit dem Stativ arbeiten. Das geht einfach nicht, weil das Stativ halt keinen stabilen Untergrund hat. Ja. Und da zeigt sich natürlich so eine Kombination aus dem System mit so einem Objektiv, mit so einem weiten Brennweitebereich schon ideal. Ja. Man kann das mit ins Boot reinschmeißen und kann dann hier, wie diese Nutrias, die man da sieht, schon sehr, sehr nah und sehr gut fotografieren. Ne? Ja, das finde ich schon spannend. Ne? Also das sind halt so Gelegenheiten, die man mit so großem Equipment, vergleichbarem Equipment von anderen Herstellern einfach nicht machen kann, weil das viel zu aufwendig ist. Ne? Ja, du hast gerade gesagt, kein Stativ. Wie wichtig ist dann der Stabilisator für dich in solchen Fällen? Ja, kommt drauf an. Also es gibt Situationen, da schalte ich den Stabilisator aus, wenn ich zum Beispiel Vögel im Flug fotografiere oder so, da interessiert mich der Stabilisator nur bedingt. Aber jetzt in solchen Situationen, wie das Bild zum Beispiel hier, ist der Stabilisator schon sehr wichtig, weil die Lichtverhältnisse ja nicht immer perfekt sind. Also es ist, und die besten Bilder entstehen halt nun mal auch, wenn die Sonne nicht gerade vom Himmel knallt. Braucht man schon eine Hilfe, um, wenn man aus dem Boot raus fotografiert und alles sehr wackelig ist, braucht man schon auch diese Bildstabilisierung, damit man, ich sage mal halt gerade auch bei 400 mm noch gute Bilder machen kann mit ausreichend Varianz in den Einstellungen. Also 400 mm muss man noch dazu sagen, wir denken ja immer noch alle so ein bisschen ein Kleinbild, das entspricht einem 800 mm Objektiv. Also jetzt ja, nicht nur das, sondern man darf auch nicht vergessen, dass man ja eine sehr hohe Pixeldichte hat bei den MFT-Sensoren. Und da muss man dann natürlich schon auch schauen, dass man nicht zu sehr wackelt oder dass die Belichtungszeiten kurz genug sind, damit auch die Bilder scharf genug werden. Ja. Und es funktioniert gut, auch wenn es nicht so gut funktioniert wie mit den Pro-Objektiven. Ja. Weil ja der Stabilisator nicht synchronisiert funktioniert mit dem in der Kamera. Das ist ein kleiner Nachteil, aber das ist halt der Nachteil, den muss man halt in Kauf nehmen, wenn man dafür halt dieses Preis-Leistungs-Verhältnis haben will. Ne? Okay, wie viele Blendenstufen holst du ungefähr raus? Hast du so Gefühl dafür? Ja, so vier bis fünf, wenn man gut arbeitet, kann man da schon rausholen. Und das entspricht ja dem üblichen Verlängerungsfaktoren oder Stabilisierungsfaktoren, die man so auch im Markt kennt. Ne? Wir Olympus-Fotografen sind da halt schon auch ein bisschen verwöhnt, ne? Weil mit dem 300er und der M1X oder der Mark III hat man natürlich schon nochmal eine ganze Menge mehr Reserve da. Ne? Okay, gehen wir mal weiter in Bildern. Ich war jetzt gerade hier schon weitergegangen zu, habe ich im Vorgespräch gelernt, ich hätte gesagt, das ist ein Gänseblümchen, aber nein, es ist eine, du darfst es sagen. Also ich weiß nicht, ob mich meine Frau schlägt, wenn sie das jetzt hört, aber ich würde jetzt sagen, das ist eine Margarite. Und das ist halt eine Blume, die bei uns auf der Terrasse steht. Ja. Und ich habe das halt deshalb genommen und fotografiert, weil das halt so jetzt in Nahdistanz für mich einfach mal ein Test war, wie denn das Bouquet ist und wie die Schärfe und der Schärfe-Unschärfe-Übergang eben auch da funktioniert und die Freistellungsleistung. Und war wirklich sehr zufrieden. Das waren also so mit die ersten Bilder, die ich mit dem Objektiv gemacht habe und habe halt da mal so ein bisschen rumprobiert, was da so um mich rumstand. Ja. Das ist schon wieder interessanter, glaube ich. Das ist ein Teichrohrsänger oder ein Schilfrohrsänger. Und das sind Vögel, die sind sehr scheu und das kann man nicht so geplant fotografieren. Das ist ein Jungvogel.
Und da macht so ein Objektiv natürlich schon echt Spaß, weil man das, also weil die Qualität einfach super ist. Man sieht auch, die Auflösungsleistung von dem Objektiv ist hervorragend. Die Freistellungsleistung ist auch sehr gut. Und man kann halt dann schon so aus der Hüfte, wenn so ein Viech da so um einen rumfliegt oder irgendwo gerade an so einem Teich, an so einem Rohr da hochklettert oder sowas, kann man sehr, sehr schnell da eben aus der Hüfte dann auch solche Bilder machen und muss da nicht groß noch mit dem Stativ und mit dem riesen Geschirr da rumhantieren. Also da hat so ein Objektiv einfach einen riesen Vorteil, weil man sehr, sehr mobil ist und man kann das Ding einfach auch über lange Strecken tragen, weil es nicht schwer ist und kann dann eben auch solche Bilder machen. Oder sowas, ne? Ich meine, gut, das. Aber das kann man eben auf dem Spaziergang dann auch noch so mitnehmen, solche Dinge, ne? Vielleicht nochmal, wie gesagt, nochmal, das entspricht einem 800 mm an Vollformatkamera. Ich glaube, eine Vollformatkamera mit 800 mm Objektiv nimmt man definitiv nicht mit auf den Spaziergang. Nee, ganz sicher nicht. Da tut einem dann irgendwann die Schulter weh oder die Hand. Ja, und man sieht auch, also das Bild zum Beispiel zeigt sehr schön, dass auch der Kontrast von dem Objektiv wirklich enorm gut ist. Also die Bildqualität ist wirklich erstaunlich gut. Die hat mich echt überrascht. Man kann nur in den Grenzbereichen wirklich den Unterschied feststellen zwischen den Pro-Objektiven und diesem Objektiv. Aber das ist so wenig, dass ich eigentlich erstaunt bin, dass Olympus so ein Objektiv zu dem Preis raushaut, mit eigentlich kann man sagen fast so wenig Unterschied zu den Pro-Objektiven. Also war ich schon wirklich überrascht. Kurze Werbeeinblendung. Ich drehe mich mal kurz um zu Nils. 1300 Euro, weißt du das richtig? Also 1300 Euro kostet das Objektiv. Und ist jetzt frisch im Handel oder? Was kriegt ihr? Also, wenn man es kriegt, sagt Nils. Insofern, das sind ja alles sehr, also A, das, was du erzählst, und B, natürlich, deine Bilder sind natürlich echte. Gute Argumente, sich auch um dieses Objektiv zu bemühen, wenn, wie Nils das sagt, wenn man es tatsächlich überhaupt noch eins kriegt im Moment. Das ist wohl so im Moment die Problematik, ne? So, Porträts kann man damit auch machen. Ja, also klar, ne? Dadurch, dass man da sehr mobil ist, dass man das Ding in der Hand hat und aus der Hüfte schießen kann, in diesem Brennweitenbereich 200 bis 800 Millimeter, immer noch mit einer sehr passablen Offenblende von 6,3, glaube ich, ist es bei 400 Millimeter, ne? Nils, nichts mit dem Kopf, ja, Nils genau. sagt ja. Sehr gut, dann stimmt's auch. 6,3 ist sehr gut und eignet sich dann natürlich auch ganz hervorragend, wenn man so dynamische, kleine, wilde Menschen um sich rumspringen hat, um da eben auch die Situation zu nutzen und so Momente einzufangen, ohne da groß Aufmerksamkeit zu erregen mit einer riesen Tüte, die man dann da in der Hand hat. Ne? Und da sieht man dann eben auch, dass der Autofokus, also sieht man da nicht, aber das ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. Der Autofokus funktioniert wirklich anstandslos und auch sehr schnell. Packt sich das Motiv. Also ganz ehrlich, ich habe da praktisch keinen Unterschied festgestellt von der Geschwindigkeit her zwischen jetzt zum Beispiel dem 300er und dem 100 bis 400. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, ich gehöre nicht zu denen, die dann da mit der Stoppuhr in der Hand dann da jetzt irgendwie versuchen, da wirklich das auf die Millisekunde auszumessen. Das mache ich nicht. Sondern ich versuche das in der Anwendung zu testen. Und das ist einfach generell auch die Herangehensweise, finde ich. Also für mich zumindest. Ich nehme mir was vor, was ich fotografieren will und nehme mir die Ausrüstung dazu. Und wenn die Ausrüstung dafür alle Möglichkeiten bietet, die ich brauche in so einem Moment, dann ist sie gut für mich. Und das kann ich sagen, dass das 100 bis 400 vom Autofokus her, auch vom Zoomen her und sowas, ist so, das geht so von der Hand, das ist wirklich gut. Ja, also ich meine, das sieht man ja auch gerade so Kinderbilder, wenn es dir da nicht negativ auffällt, dann muss es ja wirklich gut sein. Also das ist ja gerade eigentlich so eine klassische Situation, unvorhersehbare Bewegungen, Richtig. wenn es damit tut, dann muss es ja. Wenn ein Vogel irgendwo auf dem Ast sitzt, dann ist der natürlich relativ statisch in dem Moment. Spannend wird es, wenn die Kinder rumspringen oder wenn du eben Flugaufnahmen machst auch oder Situationen hast, wo du vorher nicht genau weißt, was passiert. Und da ist sowas dann schon wirklich toll. Und ich finde, bei dem Bild zum Beispiel sieht man auch sehr schön, dass das Bouquet von dem Objektiv wirklich gut ist. Ja, das ist ein schönes Stichwort.
Ich habe hier einige Bilder vorbereitet. Nee, Quatsch. Du hast sie mir geschickt, ich habe sie nur aufbereitet, Ja. Moment, wo du ähnliche Motive oder das gleiche Motiv jeweils mit dem 100-400 und mit dem 300 Pro, richtig? Ja, und also bei dem Bild zum Beispiel habe ich auch mit dem 40 bis 150 und dem Zweifachkonverter das probiert, weil Ja. das ja dann auch ein vergleichbarer Blenden-Brennweite-Bereich ist. Ja. Und habe dann einfach mal so ein bisschen rumgespielt. Und da sieht man schon, natürlich hat das 300er ein bisschen mehr Freistellungsleistung, klar, weil es eine Blendenstufe bzw. anderthalb Blendenstufen mehr Ja. Offenblende hat bei der Brennweite. Aber ganz ehrlich, wenn man die Bilder nicht direkt nebeneinander legt, so viel Unterschied sieht man da Ja. nicht. Ich Und gehe nochmal hin und her. Also das ist ja, jetzt mit dem genau. 100 bis 400. Und wenn man genau darauf achtet, okay, dass das Es stellt ein da. bisschen mehr frei, das 300er, ne? Da sieht man es ein bisschen stärker. Das ist jetzt kein besonders schönes Bild, aber es ist ein guter Vergleich. Da kommt natürlich das 300er besser mit klar, weil es halt auch lichtstärker ist Ja. und man dann natürlich auch mit einer etwas kürzeren Belichtungszeit in derselben Situation natürlich dann auch die Verwacklungen reduzieren kann oder die Windbewegungen. Und ich meine, bei solchen Sachen ist klar, da sind natürlich die Unterschiede zwischen dem Pro-Objektiven und diesem Objektiv schon sichtbar. Ja. Aber wie gesagt, also es wäre kein Argument zu sagen, man kann nur mit dem 300er gute Bilder machen und mit dem 100 bis 400 nicht. Das wäre Ja. also, das stimmt einfach nicht. Bei dem Also, finde ich, sieht man das auch. Da hast du mir sogar gesagt, dass du das Bokeh bei dem, mach mal das andere. genau, das ist Ja, jetzt mit genau. dem Dass du das beim 300er. vorherigen eigentlich fast schöner findest, das Bild, ne? Ja, also das Bild gefällt mir so definitiv besser. Also, weil, also Freistellung per se ist ja nichts, sondern es geht ja darum, was für eine Hintergrundstruktur entsteht da tatsächlich. Das hängt hier jetzt auch mit dem Motiv zusammen, aber das Bild so gefällt mir wesentlich besser als das. Also das finde ich sehr, sehr viel interessanter. Also ich habe dieses Bild speziell eigentlich auch eher wegen der Gegenlichtsituation gemacht Ja. und wegen dem Bokeh. Aber das zeigt eben auch, ne, dass die Qualität eines Bildes liegt am Schluss immer im Auge des Betrachters. Ja. Und man kann mit dem 100 bis 400er hervorragend fotografieren. Und deswegen, auch wenn es jetzt nicht 100% in meinem Fokus liegt, finde ich, dass dieses Objektiv wirklich alles mitbringt, was man, vor allem wenn man so in der Hobbyfotografie ambitioniert unterwegs ist, schon echt viele Möglichkeiten bietet. Okay, dann hören wir hier mal mit den Bildern auf. Ich habe noch eine Sache. Du hast, vielleicht um das zu illustrieren, du hattest ja davon gesprochen, was nimmt man denn überhaupt mit oder wie kriegt man überhaupt, ja, also mal so Spaziergang oder Natur, alle fotografischen Aufgaben, mit was für einem Equipment kriegt man das abgedeckt. Du hast mir das Bild hier von deinem Rucksack geschickt. Witzigerweise genau den gleichen. Der wirkt größer, als er ist. Das ist wirklich ein sehr kleiner Rucksack eigentlich. Was ist da jetzt gerade drin? Also da ist eben jetzt so die typische Ausrüstung drin, die ich jetzt auch mitnehmen würde auf Wanderungen. Und das ist der Punkt, ne? Es gibt ja zwei Arten, wie du rausgehen kannst zum Fotografieren. Entweder du gehst explizit zum Fotografieren und schleppst praktisch dein ganzes Geraffel mit, ne? Und gehst irgendwo hin und versteckst dich irgendwo und fotografierst Tiere oder sowas. Ja. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, du gehst auf eine Wanderung zum Beispiel. Ja. Oder du unternimmst das mit der Familie. Und ich kenne ganz viele Fotografen, die sagen, ihre besten Fotogelegenheiten waren dann, wo sie keine Kamera dabei hatten. Und na, weil sie eben keine Lust hatten, das schwere Gerümpel mitzuschleppen oder weil sie halt im Rucksack noch den Platz brauchen, um für die Kinder noch irgendwie was mitzunehmen oder sowas. Und da macht es dann halt echt viel aus. Und dieser Rucksack, das ist so mein Rucksack, wenn ich eben eher so auf Wanderung gehe. Da ist genug Platz, um sein Daypack da reinzupacken und hinten hat man eben dann den Platz für die Kamera. Und da ist jetzt eine M1 Mark III drin und das 12 bis 100, das ich sehr, sehr liebe, das Objektiv. Und dann eben das 100 bis 400. Und das heißt, ich habe mit einer Kamera zwei Objektiven, zwei Zusatzakkus
eine Ausrüstung dabei, die mir 24, also im Kleinbildformat gedacht, 24 bis 800 Millimeter bietet, und zwar durchgängig, ja, in so einem kleinen Rucksack. Und ich glaube, das Gesamtgewicht von dem Ding ist dann, also von der Fotoausrüstung, ist irgendwie unter 3 Kilogramm. Also das kannst du ganz locker mitschleppen, ohne dass du dich ärgerst, wenn du kein Foto gemacht hast, ja, dass du es mitgetragen hast. Und das ist schon klasse, muss ich sagen. Also das macht schon Spaß. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht zu plump hier als Werbeveranstaltung rüber, aber... Ja, wenn du mich danach fragst, was ich von dem Objektiv halte, dann sage ich halt meine Meinung dazu. Ne? Ja, aber ich meine, klar, das Objektiv, aber auch wirklich, das sind ja wirklich die zentralen Vorteile, die das MFT und System und jetzt speziell auch die Olympus-Kameras haben, dass es eben möglich ist, in so einem kompakten Packmaß mit so wenig Gewicht, so viel Leistung und so eine fotografische Bandbreite tatsächlich abzudecken. Also ich meine, ich kann ja gern noch mal ein bisschen was nachschieben und sagen, dass das Ding auch seine Grenzen hat. Ne? Das ist schon klar. Ja, gerne. Also wir sind hier, okay, jetzt war das gerade die kurze Werbeeinblendung. Jetzt kannst du auch gerne ein bisschen was Kritisches sagen. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, so Olympus, da geht noch was? Oder wo du dir noch was wünschen würdest von so einem Objektiv? Also optisch nicht. Weil ich halt auch weiß, ich bin ja jetzt nicht ganz, ganz laienhaft unterwegs, und ich weiß, dass man halt für einen bestimmten Preis nur eine bestimmte Leistung bekommen kann. Optisch finde ich das Objektiv schon sehr gut. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Bildstabilisator nicht synchronisiert. Das ist wahrscheinlich bloß irgendein Software-Schalter, der fehlt. Und das wäre so eine Sache, das wäre ein mutiger Schritt für Olympus, das zu machen, aber das könnte ich mir vorstellen, wäre durchaus eine überlegenswerte Sache. Und ansonsten muss man sich halt einfach bewusst sein, dass dieses Objektiv mit 6,3 Offenblende seine Grenzen hat, was die Lichtstärke angeht. Also es ist einfach nicht für alle Situationen geeignet, wenn es in die Richtung Dämmerung geht zum Beispiel. Und bei 400 Millimetern merkt man schon auch, dass die Bildqualität ein bisschen nachlässt. Bei den Bildern, die ich da gezeigt habe, da sieht man das dann teilweise auch, dass man da so einen leichten weißen Farbsaum hat an den Kontrastübergängen. Dieses Phänomen hat man bei den anderen Objektiven nur mit Konverter. Okay. Mit den anderen Objektiven meinst du jetzt die Pro-Objektive? Also mit 300er zum Beispiel. Ja. Oder auch mit dem 40-150. Wenn man dort mit Konverter fotografiert, dann hat man diesen Effekt auch, dass man eben sieht, dass die Kontrastkanten ein bisschen verwaschen werden. Und das ist halt bei dem 100 bis 400er in den Grenzbereichen, also vor allem bei 400 mm ist mir das aufgefallen. Aber wie gesagt, das ist schon Jammern auf hohem Niveau. Okay. Wir haben auch noch ein paar Fragen. Gerne. Also wir hatten vorher im Forum gefragt, was habt ihr für Fragen an Andreas? Ich pick mir jetzt erstmal die raus zum Thema 100 bis 400. Wie bewertest du die Stabilisierung in Kombination mit dem Autofokus des 100 bis 400 an der EM1 Mark III oder EM1X? Hatten wir hier im Prinzip angesprochen. Also ja, eigentlich haben wir drüber gesprochen, aber ich versuche trotzdem mal noch mal kurz darauf zu antworten. Ich habe beim Fotografieren, mit Ausnahme, dass der Stabilisator nicht so weit reicht wie bei 300er, habe ich eigentlich beim Arbeiten keinen Unterschied festgestellt. Ja, okay. Also diese Kombination, das System mit der M1 Mark III oder der M1X funktioniert sehr gut abgestimmt und ist schnell. Also ich habe auch ein paar Vögel fotografiert, auch im Flug und so. Also das geht schon. Das geht schon. Gut, dann noch eine ganz praktische Frage. Welche Stabi-Einstellung funktioniert mit dem neuen Tele am besten? Hast du da ein bisschen experimentiert? Also, worauf ich immer hinweise und worauf ich auch achte, ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel Mitzi-Aufnahmen macht, zum Beispiel Vögel im Flug, dass ich entweder den Stabilisator manuell auf Mode 2 stelle, also so, dass er nur vertikal stabilisiert, okay,
Oder ich schalte ihn sogar aus und sorge dafür, dass ich mit einer ausreichend kurzen Belichtungszeit fotografiere. Ja. Da passieren, glaube ich, die meisten Fehler auch, ne? Und das ist der Tipp, den ich an der Stelle einfach mitgeben kann. Ganz viele Leute sagen mir immer wieder, sie kriegen keine scharfen Bilder hin mit dem 300er oder auch mit dem 100 bis 400 bei den langen Brennweiten, also im langen Brennweitebereich, weil sie einfach zu wenig berücksichtigen, dass der Stabi natürlich dagegen arbeitet, wenn er sich nicht abschaltet. Da Okay. gibt es, also Nils, ich weiß nicht, ob du mich jetzt schlagen willst gleich, aber ganz ehrlich, da habe ich manchmal den Eindruck, dass die Automatik im System nicht so zuverlässig funktioniert. Und dann bin ich lieber sicher und schalte den Stabi ab oder schalte auf Mode 2, wenn ich weiß, was ich fotografieren will. Dann bin ich sicher, dass Okay. es so funktioniert, wie ich es erwarte. Und dann funktioniert er gut. Und man darf einfach auch nicht vergessen, also da höre ich auch nicht auf, das immer wieder zu sagen, dass man sich bewusst sein muss, dass die Pixeldichte von diesem Sensor erfordert, dass man im Schnitt mit einer Belichtungsstufe kürzer belichten sollte, um jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Vollformat, zu typischen Vollformatkameras die gleiche Schärfe zu bekommen. Ja, ich hoffe, Okay. die Frage ist damit befriedigend beantwortet von dem. Ja, ich habe direkt noch eine Folgefrage, die in eine ähnliche Richtung geht. Wie realistisch sind Fotos von Vögeln im Flug bei der geringen Lichtstärke? Also Risiko einmal für hohe für hohe Empfindlichkeit, also ISO, und ist der AF ausreichend schnell? Hast du auch beides eigentlich schon angesprochen? Ja, also der AF ist schnell genug, da gibt es fast, also da habe ich keinen Unterschied festgestellt. Ja. Und was die Lichtstärke angeht, das hängt von der Lichtsituation ab. Ich mache auch relativ häufig Vogelfotos mit dem 300er und dem Zweifachkonverter. Da habe ich dann Blende 8 praktisch, ne? Das heißt, die Blendenstufe ist nicht das wesentliche Kriterium, sondern das wesentliche Kriterium sind die Bedingungen, unter denen ich fotografiere. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Kranichen fotografiere, was jetzt im Moment gerade hier bei uns halt das Highlight ist, und es wird dämmerig, dann ist jede Blendenstufe wertvoll und dann ist natürlich 6,3 nicht so gut wie 4. Das muss es sich einfach bewusst sein. Aber so im normalen Umfeld mit genug Licht kann man da wunderbar Vögel im Flug fotografieren. Okay. Hermann fragt, stört eigentlich der ausfahrende Tubus des 100 bis 400? Stört er dich? Frage ich mal direkt. Nö. Klare Frage, klare Antwort. Also, ich habe viele Jahre mit der sogenannten Luftpumpe fotografiert. Ja. Nils weiß wahrscheinlich, was ich meine. Also, ich meine, Nils lacht. du Mikro ist zu, aber er lacht. weißt, welches Objektiv ich meine, gell, Nils? Also, ich sage mal, das ist halt systembedingt normal, dass das Ding länger wird, wenn man. Ja, die ganz tollen großen Objektive, die haben andere Lösungen, aber also ich würde sowas nicht als Entscheidungskriterium hernehmen. Das Objektiv ist insgesamt sehr kompakt und man kann gut damit arbeiten. Ja. Also mich stört es nicht. Ich habe noch zwei allgemeine Fragen. Einmal fragt Thomas, was ist denn dein Standard-Setup? Also ich vermute mal, mit was für einem Objektivbesteck gehst du raus? Oder Kamera, Objektiv? Also ich habe einen Standard-Fotorucksack, den ich mitnehme, wenn ich wirklich zum Fotografieren gehe. Und der ist größer als der, den du da gerade als Bild gezeigt hast. Das ist halt mein richtiger Fotorucksack, mit dem ich dann unterwegs bin. Und also was ich immer Also dabei, der also nicht. das habe ich nicht dabei, ne, sondern wenn ich dann da unterwegs bin, dann habe ich da Ja. einen anderen Rucksack. Und was ich immer dabei habe und was ich am ehesten als Standard-Setup zählen würde, ist das 12 bis 100, Ja. das verwende ich für die Landschaftsfotografie am allermeisten, Ja. weil das ist einfach eins meiner Lieblingsobjektive geworden. Dann das 7 bis 14er, das ist auch ein Muss-Objektiv, das habe ich immer im Rucksack. Und das 300er. Okay. Und die beiden Konverter. Das 40 bis 150 habe ich auch fast immer dabei. Das verwende ich aber nur in ganz speziellen Situationen. Und dann gibt es halt noch einen ganzen Sack voller die anderen Objektive, die sind aber dann nicht mein Standard-Setup. Also ich habe meistens noch das 45er mit dabei, das 1,2,
weil das eignet sich hervorragend für so Detailfotografie, wenn man, und natürlich dann, gut, Makro nehme ich halt mit, wenn ich weiß, dass ich Makro fotografieren will. Aber so Standard-Setup würde ich mal sagen, 12 bis 100, das 7 bis 14er und das 300er. Okay. Dann habe ich noch eine Frage, habe ich mir auch im Nachhinein überlegt, ja, wirklich spannende Frage, wüsste ich jetzt gar nicht. Wenn du so auf so einer langen Tour bist, also die Tour, die wir ganz zu Anfang angesprochen haben, wie löst du da das Thema Stromversorgung? Hast du da einen Riesenbeutel von Akkus mit oder wie machst du das? Ich habe natürlich eine Menge Akkus dabei. Also jetzt auf so einer Tour wie da im Sarek, wo ich sage mal, von 8 Tagen, 8, 9 Tagen ausgegangen bin. Wir sind nicht ganz so lange unterwegs gewesen, weil das Wetter umgeschlagen hat, aber wenn man das so plant, also für so eine ausgedehnte Tour, ich glaube, ich hatte 8 Akkus dabei. Also Pi mal Daumen pro Tag einen Akku. Ja, und ich habe das nicht gebraucht. Also die Ja. Akkus, klar, kommt immer ein bisschen auf die Situation an. Wenn man jetzt zum Beispiel halt da viele Tierfotosituationen hat und da ständig im Dauerfeuer unterwegs ist, Ja. dann braucht die natürlich, brauchen die mehr. Aber die Kamera Aber finde so ich von einem so habe ich schon grundsätzlichen genug. Ansatz ganz stumpf geladene Akkus mitnehmen, also hast du keine Solarkiste oder wie ein Nee, Tretfahrer dabei, mit also. dem du die. Ja, ich sag mal, als ich das erste Mal im Sarek unterwegs war, habe ich den ganzen Kram dabei gehabt, habe auch so ein Solarpanel dabei gehabt mit allem Pipapo. Aber ganz ehrlich, am Schluss ist es gescheiter, man packt sich 3 Akkus extra mit ein und hat den ganzen Kram nicht mit aufladen und dann läuft man ja den ganzen Tag und dann muss man sich das irgendwie auf den Rucksack festbinden und alles. Also weniger ist mehr, genug Akkus einpacken und wenn man normal fotografiert, würde ich mal sagen, mit Sicherheit sollte man also mit 2 Akkus pro Tag kommt man auf jeden Fall hin, meiner Erfahrung nach. Okay, klare Aussage. Eine Frage noch von Robert. Wie hoch gehst du mit der ISO-Empfindlichkeit bei bewegten Bildern? Die Automatikbegrenzung habe ich bei 3200 eingestellt. Ja. Also wenn ich zum Beispiel Vögel fotografiere im Flug, dann fotografiere ich oft mit Zeitvorwahl, ne? Und Ja. dann gehe ich auch manchmal auf ISO-Automatik. Da gehe ich bis 3200. In Ausnahmefällen auch mal so bis 4000, 5000, sogar Ja. 6400, aber mehr mache ich in der Regel nicht. Also wenn es um, ich sage mal, qualitativ hochwertige Bilder geht, versuche ich mit 3200 Okay. maximal zu Ja, fotografieren. klare Aussage. Auch noch eine klare Frage, hast du ein bisschen schon beantwortet, aber doch mal so spannend auf den Punkt, kannst du schnell beantworten. Wenn du wählen müsstest zwischen dem 300er und dem 100-400, welches würdest du wählen? 300er. Okay. Objektiv, also ich meine, der Ja. Vergleich ist unfair, finde ich. Also Also da ist ja die Qualität und all das ist dir wichtiger als der größere Brennweitenbereich, den vom 100-400. in dem Fall ja. Gut, okay. Jetzt sind, glaube ich, alle Fragen beantwortet oder fast alle Fragen beantwortet. André, Kann du ich ja jetzt mal einen möchtest. Schluck Bier trinken, oder? Hier als Entschuldigung, Moment, Sekunde. Setz ruhig an. Ich habe auch einen trockenen Mund, bin jetzt gerade mal weggerollert. Prost, vielen Dank bis hierhin erstmal. Das typische Berliner Feierabendbier hier, ne? Was ist das, Schultheiß oder so Berliner Weiße? Was ist Berliner das? Kindl. Ah, okay, ja. Die machen sehr coole Werbung, oder? Ja, das Bier ist auch ganz ordentlich, finde ich. Naja. Also. Mensch, Andreas, das war jetzt richtig komprimiert. Vielen Dank, super spannend. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir das wiederholen. Also auch gerne mal live. Wir kennen uns jetzt noch nicht persönlich. Aber das holen wir ganz bestimmt nach, wenn diese blöde Situation, der Name nicht erwähnt werden darf, vorbei ist. Sehr gern. Es wird auch einiges Spannendes kommen in den nächsten Monaten. Also gerne. Genau, ihr liefert mir heute total gute Überleitungen. Also, das ist ein Thema, das, was denn jetzt vielleicht in den nächsten Monaten kommen könnte, wo ich dann vielleicht mit Nils gleich nochmal ein paar Worte drüber wechsle. Vielleicht ist das ja auch ein Thema, über das wir uns dann in Zukunft unterhalten können. Wer weiß?
Wer war es? Schöner Cliffhanger, damit können wir dann gleich Reklame machen für folgende Stammtische. Insofern kurze Werbeeinblendung für mich und bitte gerne jetzt hier abonnieren, Erinnerungen einrichten, damit ihr auch erinnert werdet. Andreas, ganz vielen Dank. Es war ein tolles Gespräch, viele gute Einsichten. Ich glaube, ich habe es jetzt nur am Rande wahrgenommen, den Usern hat es sehr gut gefallen. Du Vielen Dank. hast sehr gut erklärt und auch ganz toll auch mal gesagt, so ganz knapp geantwortet. Das können auch nicht viele Leute. Insofern vielen Dank, freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Ich kann das auch nicht. Ich muss mir auf die Zunge Alles klar. beißen. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Abend mit deinem Berliner Bier und Ja, ich wir höre sehen euch noch ein uns. bisschen zu. Vielleicht erfahre ich ja auch noch irgendwas Neues, was Spannendes für mich. Alles klar. Gut, Okay. dann bis zum nächsten Mal. Danke, Ciao. Andreas. Danke, Nils. Schönen Abend noch. Auch an alle, die mitgucken. So. Kurzer Standortwechsel. So. Jetzt muss ich hier noch meinen Lesestoff mitnehmen. Nils, hast du auch was gelernt? Auf jeden Fall. Muss mal kurz gucken. Ja. Kommt an, was ich sage. Mikro ist an. Hatte ich gerade, muss ich mich kurz entschuldigen, hatte ich aus Versehen angelassen. Deswegen habt ihr mich über zwei Mikros gehört. Zu Anfang war, glaube ich, ein kleiner Hall drauf. Ja, ich bin jetzt, das war ein intensives Gespräch mit Andreas, aber Komprimiert, ja. er hat ja eine kleine Kritik, aber ansonsten war das ja eine reine Werbeveranstaltung für das 100-400. Ich glaube, das lag jetzt weniger daran, dass wir ihn irgendwie bestochen oder gekauft haben, sondern weil er, glaube ich, ehrlich begeistert war von dem Objektiv. Ja, und das ist ja auch eine konstruktive Kritik, die er Ja. anbringt, und das Ja. ist absolut gewünscht. Ja. Es hilft uns ja auch, die Produkte weiter zu verbessern. Genau. Das ist ja auch etwas, was wir, also wie gesagt, ich habe auch andere Foren, aber das ist schon was echt Besonderes, dass vor allem Nils, aber Olympus allgemein wirklich bei uns im Forum intensiv mitlesen und viel Feedback aufgreifen. Und manchmal kriegt man ja auch mit, dass das dann tatsächlich bis in die Entwicklungsabteilung weitergegeben wird und dann tatsächlich in Produkten zurückfließt in den Markt. Definitiv. Insofern, es lohnt sich bei uns im Forum teilzunehmen. Ich bin jetzt zu faul, um noch aufzustellen. Ich blende nachher nochmal die URL ein. Also falls hier irgendjemand reinstolpert, das Oli-Forum noch nicht kennt, einfach Oli-Forum oder Olympus-Forum googeln, dann kommt ihr bei uns schon richtig raus. Okay, ich habe jetzt hier noch einen ganzen Rattenschwanz von Produktfragen. Da freut sich Nils schon sehr drauf. Ich fange mal an mit Fragen noch nicht zu dem, was Andreas gerade angesprochen hat. Nochmal zurück zum 100-400. Da habe ich eine Frage, da habe ich selber ein bisschen komisch geguckt. Da fragt ein User, ist es richtig, dass es sich bei einem 100-400 um ein Vollformat-Design handelt, an das ein MFT-Anschluss gesetzt wurde? Das würde mich als Diplom-Fotoingenieur jetzt sehr wundern, aber vielleicht kannst du das aufklären. Das würde mich auch sehr wundern, dem ist nämlich nicht so. Das ist ein Objektiv, was für MFT konstruiert wurde und auch nur mit dem MFT-Anschluss geliefert wird. Okay. Also klare Aussage würde auch jetzt von der Optikkonstruktion, Optimierung und so weiter wirklich keinen Sinn machen, weil man viel zu großen Bildkreis. Der User schreibt noch, die recht gute Bildqualität, da nur das Zentrum der Optik genutzt würde. Nee, funktioniert auch nicht, weil dann ja auch alle Optikfehler sozusagen wiederum aufs Doppelte aufgeblasen werden. Also nein, es ist kein Vollformat-Objektiv, sondern das ist wirklich speziell für Micro Four Thirds gerechnet. Es würde auch nicht diese kompakten Abbissungen Ja, haben. genau, das kommt noch dazu. Was ist denn der Grund, warum das Objektiv so groß und schwer geworden ist, im Vergleich zum Pendant von Panasonic jetzt? A, haben wir das Objektiv größer machen müssen, weil wir ja noch Platz für die Konverter anbringen mussten. Und wir haben deutlich mehr in die Dichtungen investiert. Das ist Ja. also von der Abdichtung her deutlich hochwertiger als das Pendant von Panasonic, das leider etwas aufs Gewicht geschlagen ist. Okay. Gut, ich glaube, das ist eine gute Erklärung. Dann bleiben wir mal erstmal bei anderen Objektiven. Das 8 bis 25 mm Pro, was auf einer Roadmap Was auf der aufge. letzten Roadmap Ja? aufgetaucht ist, Ja? ja, das ist ein Objektiv, was sich gerade in der Entwicklung befindet. Und wir erwarten da mehr Informationen 2021, so gegen Sommer. Okay. Also wir können alle sowieso nur aufs Jahr 2021 warten, aus vielen Gründen, aber das ein Grund mehr,
zu warten. Gleiche Frage zum 100er Makro. Das ist ja auch relativ frisch aufgetaucht. Das hatten sich auch viele gewünscht. Also in unserem vorletzten Stammtisch, der Frank Rücker hat gesagt, 100er Makro, haben ganz viele gesagt. Und dann ist es zack auf der Roadmap. Also wir reden hier jetzt von einem neuen, länger brennweitigen Makro, ja. Und wir haben die Brennweite noch nicht definiert. Deswegen Spekulatius, okay. Darf, passt jetzt auch zur Jahreszeit fast, ne? Ja, ja, okay. Darf noch genommen werden, ja. Aber wir werden über die Brennweite später reden. Ja, okay, also wie steht es auf der Roadmap? Also es ist einfach nur so als Grafik erkennbar, als länger... Es fängt, sagen wir mal, 90, 85 und geht bis 120, also da zwischendrin irgendwo. Ein länger brennweitiges Makro. Ein länger brennweitiges Makro. Okay. Ja. Hattest du schon gesagt, wann es kommen könnte? Habe ich noch nicht, weil ich selber noch nicht weiß. Mhm. Es ist definitiv auf der Roadmap drauf. Das heißt, es ist auch wie das 8 bis 25, was übrigens ein Pro-Objektiv werden wird, mhm. Ja. In der Entwicklung. Und da werden wir zu gegebener Zeit mehr erzählen. Okay, jetzt kommen wir mal ein bisschen in die nähere Zukunft. Das 150 bis 400 mm Objektiv, 4,5. Du lächelst schon. Wann wird es produziert und wann wird es verkauft? Welche Preisregion? Klare Frage von Pitt. Ja, drei Fragezeichen von mir. Ne? Also wir werden dieses Quartal, ja. Werden wir deutlich mehr, vielleicht sogar die finalen Informationen liefern. Okay, dieses Quartal, das heißt bis Ende des Jahres. Ja, mehr darf ich leider heute noch nicht sagen, aber okay. Ich kann doch so viel sagen, das Objektiv wird schon getestet. Okay. Gut, und ich kann nur, Entschuldigung, ich komme heute aus dem Werbeamt noch nicht raus. Es lohnt sich, diesen Kanal zu abonnieren und im Forum Mitglied zu sein, dann seid ihr die Ersten, die es erfahrt, was sich in dieser Hinsicht tut. Gut, dann kommt eine Frage, die sehr direkt, welche Kamera kommt im vierten Quartal auf den Markt? Pen F Römisch 2. Also diese Frage habe ich natürlich auch im Forum gelesen und es sind leider draußen auch einige selbsternannte Experten unterwegs, die deutlich mehr wissen als wir selbst und es wird dieses Quartal definitiv keine Kamera geben. Okay, also dieses Quartal keine neue Kamera mehr, auch, aber es kommen ein paar andere Sachen. Das ist ja schon avisiert, Stichwort Firmware-Updates. Ja. Da ist jetzt die eine Frage, wann kommt das neue Update für die EM1X und was wird es können? Also was wir sagen können, dass dieses Update auch in diesem Quartal kommt. Okay. Und es wird eine neue Objekterkennung beinhalten, und zwar die Birding-Funktion, also mhm. Dass Vögel durch den Autofokus erkannt werden und dementsprechend auch richtig angesteuert werden. Mhm. Auch andere Tiererkennungen oder nur speziell Vögel? Momentan gehen wir speziell nur auf Vögel. Mhm, okay. Der Stern-AF, der ist ja auch schon als aus anderen neuen Kameras bekannt. Wird der auch in die neue Firmware reinkommen? Weiß man das schon? Stand heute ist das noch kein Thema. Das ist unter Diskussion. Mhm, okay. Gut. Dann kommen wir jetzt einmal zur... Genau, ich frage jetzt so ein bisschen nacheinander die aktuellen, halbwegs aktuellen Kameras ab. Wird es ein Update für die EM5 Mark III geben, um zum Beispiel Custom-Einstellungen auf das Funktionsrad zu legen? Eine sehr spezielle Frage. Ja, ist Stand heute, die Frage ist mir bekannt, ist Stand heute noch nicht entschieden. Okay. Nehme ich aber gerne mit. Ja, dann die aktuellste Kamera ist die EM10 Mark IV. Ja. Die hat eine Panorama-Funktion. Wird die auch sozusagen die Produktpalette nach oben wandern? Wird sie in den höherwertigen Kameras auch noch irgendwie nachgeliefert? Das ist eine Sache, die wir momentan beobachten. Also wir checken jetzt gerade mal den Markt, wie die neue Panorama, die Swipe-Panorama-Funktion überhaupt angenommen wird und geben das dann an unsere Entwicklungsabteilung in Tokio weiter, die übrigens auch mit in die neue Firma geht. Mhm, okay, so kleine Nebeninformationen für unseren ersten Blog. Dann auch eine ganz interessante Frage, wie sieht es mit der EM1 Mark II aus? Da habt ihr jetzt ja gerade mit der Aktion, die nur noch bis übermorgen läuft, nochmal richtig in den Markt reingedrückt, also richtig viel verkauft. Ist da absehbar, dass da nochmal ein Firmware-Update geben wird? Also nicht nur so Bugfixes, sondern nochmal so richtig in der Substanz? Das wird zurzeit nicht bekannt. Aber wie gesagt, das ist immer eine Antwort, die ich immer nur Stand heute geben kann, wenn die Kollegen in Tokio etwas anderes finden, was sie verbessern können, dann denken die drüber nach. Alles klar. Gut. Eine Frage von Gabriela.
Gibt es eine Chance, dass Olympus die Stabi-Synchronisation beim 100-400 an der M1 Mark III per Firmware-Update nachreicht? Das war ja gerade einer der Kritikpunkte von Andreas am Objektiv. Das, vielleicht muss man das mal ganz kurz erklären, weil wir sind alle so tief in diesen technischen Themen drin. Ich versuche zu erklären, du korrigierst mich, wenn ich es falsch sage. Es gibt ja zwei Ansätze der Stabilisierung, entweder innerhalb der Kamera, wo der Sensor bewegt wird, um Bewegung auszugleichen, oder dass im vorne im Objektiv ein optisches Glied bewegt wird, um Verwacklungen auszugleichen. Es gibt jetzt die Funktion, wie heißt der genaue Begriff? Sync-IS. Sync-IS, dass sich diese beiden sozusagen ergänzen. Das geht aber nicht mit allen Objektiven und eben mit dem 100-400 aktuell noch nicht. Das ist jetzt die Frage, ist es noch nicht oder geht es prinzipiell nicht? Also das ist eine Sache, die man jetzt nicht nur durch ein Firmware-Update beheben kann, sondern muss die Hardware auch dafür ausgelegt sein. Und ich habe keine Information, dass das in naher Zukunft geplant ist. Okay, also das übersetze ich mal als eher unwahrscheinlich. Ja. Okay. Dann hat man das Thema PenF eigentlich schon? Ich habe gedacht, du fragst mich nicht. Entschuldigung, ja, wir haben Vorgespräche gehabt, jetzt taucht es plötzlich auch nicht auf PenF, die haben wir noch gar nicht. Also diese PenF ist eine der schönsten Kameras, die wir je gebaut haben. Die Kamera, die es schon gibt, die PenF. Die gibt es schon oder gibt es leider von uns jetzt nicht mehr. Wir können zwar noch ein paar liefern, aber das wird auf jeden Fall ein Liebhabermodell werden. Mhm. Und wir kämpfen darum, dass vielleicht irgendwann ein Nachfolger von der PenF kommt, aber diese Entscheidung ist in Tokio noch nicht gefallen. Mhm. Unabhängig jetzt von dem Verkauf der Kamerasparte an das neue Unternehmen, wir haben noch keine Entscheidung gefällt, wie es mit einer PenF weitergeht. Mhm. Auf jeden Fall weitergehen wird es mit der Pen-Serie. Okay, also Pen-Serie dann im Sinne von EPL, XY, das heißt die kleineren Kameras, die ihr sehr erfolgreich an Modebloggerinnen verkauft habt. Unter anderem auch an andere Leute. Mhm, ja. Ja, die laufen auch in Asien sehr gut. Und diese Serie wird Stand heute definitiv weitergeführt. Mhm. Und wie das andere Modell, wie es da aussieht, lassen wir uns überraschen. Alles klar. Gut. Er hat direkt noch eine Anschlussfrage. Wird die PenF überhaupt noch produziert? Oder das hast du eigentlich im Prinzip gesagt? Nein, gibt es noch die PenF wird nicht mehr produziert. Die wird jetzt nur noch ab Lager abverkauft. Mhm. So, jetzt kommen wir zum Thema zurück, was wir vorhin schon hatten, aber nochmal ganz explizit gefragt, gibt es einen offiziellen Termin für das 150-400, welches ja in der Roadmap steht? Da hast du jetzt... Habe ich beantwortet, dass wir dieses Quartal noch deutlich mehr sagen werden und dann werden wir auch diese Frage hoffentlich beantworten. Mhm. So, jetzt muss ich wirklich langsam ein bisschen suchen. Jetzt finde ich fast keine neuen Fragen mehr. Vielleicht noch eine ganz interessante Frage von Polycom. Es gibt bestimmte Funktionen wie den Handheld Hi-Res, der ganz neu ist mit der EM1X und EM1 Mark III. Genau, die beiden können das. Also nicht nur vom Stativ, sondern dass wirklich so die Handbewegungen genutzt werden, um diesen Hi-Res-Modus zu zielen. Ist das eine politische Entscheidung, dass das nur in den Spitzmodellen drin ist? Sind die sozusagen, oder könnte man, wenn man wollte, das auch zum Beispiel in der EM5 Mark III einbauen? Nein, das ist ganz klar eine technische Entscheidung, weil die Hardware dafür ausgelegt sein muss. Mhm, okay. Also für den Handheld Hi-Res brauchen wir einen ganz speziellen Gyrosensor, einen Bewegungssensor, der aktuell nur in der EM1X und der EM1 Mark III eingebaut ist. Also mit Firmware-Update können wir da so einfach nichts machen. Genau, also mit Firmware-Update kann man nichts machen und es ist auch nicht so, dass das irgendwie künstlich gesperrt ist, so nach dem Motto, wir pushen die Leute nach oben, sondern dafür braucht man wirklich spezielle Sensoren. Genau. Okay, gut. Ich glaube, die Fragen haben wir jetzt alle durch. Das war ja spannend heute. Ja, sehr spannend, sehr intensiv. Also ganz vielen Dank auch an alle User, sowohl jetzt im Live-Chat, aber auch vor allem im Forum, die so viele interessante, spannende Fragen geliefert haben. Ja Mensch, da bleibt mir eigentlich nur die Frage, nachdem ich mich bei euch bedankt habe, wie hat es denn euch bei uns heute gefallen? Also ich sage es ganz offen, ich war heute ein wenig nervös, weil das jetzt alles so ein bisschen eine andere Struktur war. Habt ihr gesehen, mit Szenenwechsel und mit Zoom-Konferenz auch ein kleines Experiment, ob das vielleicht demnächst mal möglich ist, dass wir eben nicht nur
einen Studiogast haben, sondern dass wir vielleicht auch mehrere User aus dem Forum zusammenholen, um so den Stammtisch ein bisschen zu ergänzen. Langer Exkurs, Frage war eigentlich, wie hat es euch gefallen? Was können wir besser machen? Also ich weiß, dass technisch heute ein paar Sachen kurz mal nicht so fürchterlich doll geklappt haben. Da freue ich mich natürlich auch über Feedback, damit wir uns weiter verbessern können. Jetzt, ich bin schon in der Abmoderation drin und Olaf schreibt mir jetzt gerade, es sind noch Fragen da. Da sind noch einige Fragen dazugekommen. Kannst du noch, Nils? Ich kann noch, ja. Okay, alles klar. Dann machen wir noch weiter. Deswegen bin ich doch hier. So, wird es für die EM1 Mark II Birding IF als Firmware-Update geben? Nein, also das ist auch wieder technisch nicht möglich. Das werden wir Stand heute exklusiv nur in der EM1X produzieren oder anbieten, weil die Kamera durch zwei Prozessoren gesteuert wird, durch zwei TruePeak 8. Und die brauchen wir auch, um diese ganze rechenintensive Algorithmen für den Birding IF zu ermöglichen. Okay, das heißt so, Mustererkennung ist wirklich eine sehr rechenintensive Aufgabe. Das muss man erstmal so einem Prozessor A antrainieren. Deswegen kann man das per Firmware-Update nachliefern. Aber der muss natürlich auch erstmal die Leistung haben. Und wenn der Prozessor die Leistung nicht hat, dann... Ja, das muss ja alles in Echtzeit passieren, dass der Fotograf oder die Fotografin schnell ihre Fotos machen können. Genau. Was ist mit der Video-Firmware für die EM1 Mark III und EM1X? Ja, auch ein Thema für dieses Quartal. Also in diesem Quartal wird noch einiges passieren. Wir haben es ja schon angekündigt, dass wir dann die Möglichkeit haben, RAW-Videos aus der Kamera herauszuholen. Ja. Und das wird auch ein Thema für dieses Quartal sein. Da werden wir die Firmware bereitstellen, die dann mit den Atomos-Geräten zusammenarbeitet, mit den Ninjas von Atomos. Okay. Gut, die Leute, die intensiv Video machen, die wissen, was das heißt, auch wenn das jetzt ein bisschen sich kryptisch anhört für Normalfotografen, aber da legt ihr richtig von der Funktionalität nochmal nach für die Leute, die Video mit einem hohen Anspruch machen. Ist auch vielleicht eine mögliche Antwort auf deine Frage nach High-End-Kameras, dass wir uns auch deutlich mehr im Bereich Video in Zukunft stärker positionieren werden. Okay. Gut, eine kritische Frage. Wieso hat man beim Handgriff für die OMD EM5 Mark III das Batteriefach gespart? 200 Euro fand ich jetzt echt happig, schreibt Ralf. Wir wollten einfach die Kamera etwas weiter von der EM1 Mark II positionieren und wir wollten eine sehr, kann man sagen, funktionelle Kamera bauen, die aber trotzdem extrem kompakt ist. Und da haben wir entschieden, der EM5 Mark III nur einen normalen Handgriff zu geben und keinen Batteriegriff. Aber aus der anderen Seite hat sie ja die Möglichkeit, über USB geladen zu werden. Genau. Ich glaube, das hebt sich dann so ein bisschen auf. Das ist übrigens, also wir filmen jetzt hier gerade mit zwei Olympus-Kameras, also zwei EM1 Mark III. Ich habe diese ganzen Abkürzungen, machen mich kirre. Also ich habe ja zwei EM1 Mark III und das ist super klasse. Die haben natürlich die, Akkus drin, aber die betreibe ich jetzt hier gerade über externen Strom und das ist eine Sache, wo wir jetzt hier ganz entspannt 2 Stunden und auch noch sehr viel länger durcharbeiten könnten. Also das ist wirklich eine tolle Funktion. Was auch die EM5 Mark III kann? Aber nicht die Live-Stromversorgung, sondern nur im ausgeschalteten Zustand laden. Okay. Gut, jetzt habe ich noch 2 Fragen zum Workspace. Wie sieht es aus mit dem Olympus Workspace? Wann wird sich die Software an den XMP-Standard halten? Also XMP ist, glaube ich, so eine Funktionalität und ein Standard, um Informationen, um Bildern Metainformationen mitzugeben, also Bewertungen, Farbkennzeichnung und so weiter. Kannst du das sagen? Das ist jetzt nicht so dein normaler Beritt. Also ich kann nur so viel sagen, dass ich diese Frage jetzt heute wirklich definitiv zum ersten Mal höre und ich sie aufnehme und an die Entwicklungsabteilung weitergebe. Okay. Kannst du auch generell sagen, was mit dem Workspace geplant ist? Ob es da irgendwie Weiterentwicklungen gibt, ob das so und so im Fokus steht? Also für uns ist das Thema auf der einen Seite Hardware, sprich Kameras, Objektive und in Zukunft auch deutlich wichtiger das Thema Software. Insofern kann man die Frage so beantworten, dass auch unsere Softwarelösungen deutlich weiterentwickelt werden. Okay. So, noch eine Frage von Hermann. Tethering bei der EM5 Mark III. Kannst du dazu was sagen?
Ja, das ist eine Entscheidung, die ich bedauere, sage ich mal so. Das Vorgängermodell Das konnte so. Vorgängermodell konnte es, Ja. und wir haben aber auch, wir haben nicht eine Marktumfrage gemacht, und deutlich sehr wenig Leute haben uns gesagt, dass sie diese Funktion nutzen. Ja. Wir fanden diese Funktion immer ausgeprägter in den EM1-Modellen, sodass jetzt die Entscheidung getroffen wurde, der EM5 Mark III diese Funktion nicht mehr zu geben. Okay. Ja, aber auch das nehme ich sehr gerne mit und diskutiere das auch gerne mit den japanischen Kollegen mal. Genau, und wie schon gesagt, also das, was wir hier so besprechen, was im Forum geschrieben wird, das ist nichts, was irgendwo im Wald verhallt oder irgendwie eine Rundablage P gibt, sondern wir wissen wirklich, dass Feedback aus dem deutschen Markt und speziell über das Forum und wenn es über Nils läuft, tatsächlich in Japan gehört wird und oft auch wirklich berücksichtigt wird. So, eine letzte Frage. Ich mache jetzt nicht mal alle Details. So, das finde ich noch eine interessante Frage. Wie wäre es mit einem Firmware-Update, das die Verwendung der Kameras als Webcam erlaubt? Wird kommen, gibt es schon für die Ja. EM1-Modelle. Genau, und wird dann für die anderen auch nachgereicht werden? Stand heute nicht, stand heute nur für die Mhm. EM1-Modelle, also EM1 Mark III und EM1X. Und jetzt für beide Plattformen, sowohl für Windows als auch für Apple. Mhm. Es ist eine Beta-Software, wo es also auch keinen Support von Olympus gibt. Auch da testen wir jetzt mal die Akzeptanz Ja. vom Markt, und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau, das ist glaube ich so eine Funktion, das sieht man ja, dass alle Hersteller es mittlerweile liefern. Ich glaube, die ist sehr stark vom Thema Corona gepusht worden, wo. Auch, und ich war selbst überrascht, wie schnell Olympus diese Lösung umgesetzt hat. Weil am Anfang hieß es, ne, ist nicht geplant, und dann auf einmal 3, 4 Wochen später kam auf einmal eine Mail aus Japan, wir kriegen sie, und dann wieder, glaube ich, 2, 3 Wochen später war sie da. Also das fand ich Okay. mal schnell. Okay, sehr schön, wenn sowas mal funktioniert. Ich habe jetzt zwei Fragen, eine von Gabriela und eine von Gabriele, die beide in eine ähnliche Richtung gehen. Was ist mit einem Bird Autofokus und einem EM1 Mark III? Gabriele formuliert das etwas knackiger noch, wird man mit der EM1 Mark III niemals Vögel fotografieren können? Also man kann, Andreas hat es ja bewiesen, man kann mit einer EM1 Mark III Vögel Ja. fotografieren, aber Stand heute, ich muss immer sagen, Stand heute Ja. ist ein Bird AF, also eine Objekterkennung für Vögel, nur für die EM1 X vorgesehen, aufgrund der etwas höheren Prozessorleistung, Prozessorleistung, ja. um einfach die Rechenpower darzulegen. Aber wir Okay. wissen die Thematik, wir kennen sie auch von anderen Herstellern, dass auch das Thema Tieraugenfokus momentan sehr stark im Interesse der User ist, und auch das diskutieren wir natürlich mit unseren Kollegen. Okay. Eine Frage von Wolfgang. Gibt es eine Alternative zum Workspace für Firmware-Updates? Nein, nein, wir hatten früher das separate Programm Kamera Updater. Das haben wir jetzt quasi aufgelöst und haben das quasi implementiert in die Workspace-Software, und es ist keine andere Möglichkeit zurzeit vorhanden. Das heißt, wenn ich meine Kamera ein neues Firmware-Update aufspielen will, muss ich sie an den Computer anschließen per USB und dann so das Firmware-Update einspielen. Genau. Das heißt, so ein Weg, wie das andere Hersteller machen, so mit Update-Datei auf eine SD-Karte legen und einwerfen, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, das haben wir auch nicht geplant, und du findest auch relativ wenig Olympus-Hacks draußen, aber das ist auch einer der Gründe, warum wir diese Firmware so nicht offenlegen. Okay. Gut, kommt die Gesichtserkennung der EM1 Mark III in die EM1 X? Die ist schon drin. Gut, dass ich dich habe. Ich lese hier so Fragen nur vor. Die ist Hat sie eigentlich schon. 1:1 gleich. Also da haben wir eigentlich den Algorithmus bei beiden Kameras angepasst. Okay. Gut, die Fragen überspringe ich mal. Das geht zu sehr ins Detail. Meinst du, ich soll nur versuchen, die Abmoderation zu machen? Auch alles Oder? gut, du. Ich sehe jetzt nur aus der Ferne, also es klickert jetzt nicht mal ganz so schnell im Chat. Insofern, ich versuche es nochmal. Also meine Stimme, noch kann ich ein wenig, es langt noch für die Abmoderation. Nils könnte sich ja noch, der ist ja Stammtisch erprobt. Ja. Aber wir kommen mal so ganz langsam jetzt zum Schluss. Gib mir die Gelegenheit nochmal vorzuschlagen, noch dieses Video zu liken und auch gerne den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigung zu aktivieren.
damit wir, ihr habt vielleicht so ein paar so ganz vage Andeutungen jetzt gekriegt, dass wir auf jeden Fall hier mit den Stammtischen weitermachen, dass wir das jetzt auch noch in diesem Quartal bis Ende des Jahres, da kommt noch einiges, da werden wir vielleicht auch was machen. Insofern lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich freue mich ganz doll über Feedback, auch gerne über kritisches Feedback. Da würde ich euch bitten, ins Olympus-Forum zu gehen. Da haben wir auch einen eigenen Frage-Thread, der ist jetzt noch oben sogar in der Top-Leiste verlinkt, zu diesem Video. Da könnt ihr sehr gerne kritisches Feedback leisten. Was können wir besser machen? Was fehlt euch? Habt ihr Vorschläge für andere Themen? Das greifen wir sehr gerne auf, weil wir haben an diesem Format sehr viel Spaß. Ja. Ihr merkt, wir machen es jetzt auch ein bisschen anders. Also wir haben es ein bisschen aufwendiger produziert, mit kleinen Hakeleien, aber da arbeiten wir weiter dran. Insofern wäre es sehr schön, wenn ihr uns kritisch begleitet, wenn ihr uns als Zuschauer dabei begleitet. Und ansonsten diskutiert mit dem Olympus-Forum gerne weiter, fotografiert gerne mit dem Olympus-Equipment weiter und das Allerwichtigste in der aktuellen Zeit, bleibt bitte gesund, bleibt uns erhalten, damit ihr dann beim nächsten Stammtisch wieder dabei seid und bei der nächsten Diskussion im Olympus-Forum. Vielen Dank und ich wünsche euch einen schönen Abend.